Der erste Glitch ist der Custom XP Multiplayer Lobby Glitch. Und zwar braucht ihr dafür einen Kumpel und mindestens eine Maus. So, beide gehen in eigene Spiele-Lobby rein. Hier, wo ich drauf gehe, eigene Spiele. Spieler 1 jedoch geht auf Modus ändern, auf frei für alle und bleibt über frei für alle drauf. So, Spieler 2 ladet euch jetzt von seiner eigenen Spiele-Lobby ein. Ihr klickt auf annehmen und danach geht ihr mit eurer Maus hier über sozial. Wenn ihr dann auf sozial geklickt habt, muss der Spieler 2 die Lobby mit euch zusammen verlassen und euch mit zu Multiplayer-Lobby bringen. Wenn ihr das macht, verschwindet der Social Screen, aber das macht nichts, ihr geht wieder nach oben und klickt wieder auf sozial mit eurer Maus. Wenn ihr das gemacht habt, wechselt Spieler 2 mit euch zusammen in die Zombie-Lobby. Und ihr erkennt das daran, wenn der Hintergrund rot geworden ist, dann ist er in Zombies drin. Jetzt muss Spieler 2 auf Privat Ausbruch starten, das Spiel verlassen. Ihr könnt auch diesen Social Screen dann wegmachen, wenn ihr in der Zombie-Lobby seid. Und wenn euer Kumpel dann das private Ausbruch-Match gestartet und verlassen hat, muss er euch direkt wieder nachjoinen. Wir warten jetzt mal, bis er verlassen hat und wieder nachgejoint ist, denn dann können wir nämlich das Spiel starten. So, er hat jetzt die Party verlassen und jetzt kommt er wieder rein. Leute, manchmal ist es verbuggt und ihr könnt mit der Maus nicht draufklicken und müsst dann mit dem Controller draufklicken. Klickt drauf, klickt auf Bestätigen und ihr seht, das Spiel startet. Wenn ihr dann im Game seid, dann könnt ihr einfach eure Waffen leveln, eure Herausforderungen machen, zum Beispiel die Raketenwerfertarnungen, weil die sind ja echt lästig. Und ja, alles speichert sich, Leute. Glitch Nummer 2 ist, wie ihr den Artillerieschlag verdoppelt. Und zwar braucht ihr erstmal 150 seltenen Schrott, um euch den Artillerieschlag zu kaufen. Den könnt ihr euch auf der Werkbank hier holen. Wenn ihr den Artillerieschlag dann habt, dann könnt ihr euch nochmal für 50 seltenen Schrott den Bogen holen oder für 100 seltenen Schrott den Todbringer. Beides klappt. So, dann nehmt den Artillerieschlag in die Hand, stellt euch vor den Todbringer, so dass ihr ihn aufheben könnt. Und jetzt müsst ihr nämlich die Taste zum Aktivieren des Artillerieschlages und zum Aufheben des Todbringers gleichzeitig drücken. Wenn ihr das dann gleichzeitig drückt, dann hebt ihr den Todbringer auf, jedoch habt ihr dann die Animation vom Artillerieschlag und könnt den einsetzen. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen, Leute, also habt ihr quasi unendlich Artillerieschlag. Ich zeige euch das noch einmal, ich drücke die 3 und E bei mir gleichzeitig, weil mit der 3 aktiviere ich meine Punkteserie und mit E hebe ich auf. So, das war's dann mit dem Glitch, kommen wir zu Glitch Nummer 3. Glitch Nummer 3 ist bei Firebase Z am Spawn. Und zwar geht ihr hier vor diese Kiste, Leute, springt aus der Distanz drauf, beim Klettern geht ihr so ein kleines Stückchen zurück und alle Zombies werden sich nun unter euch versammeln. Das war's dann auch mit diesem Glitch und wir gehen direkt rüber zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch ist der Godmode Glitch auf Firebase Z und was ihr dafür braucht ist einmal Tombstone und einen Kollegen, der euch dabei hilft. Wenn ihr dann Grabstein habt, dann lasst euch entweder von einem Zombie töten oder tötet euch selbst mit einer Granate. So Leute, ganz wichtig hierbei auch noch, ihr müsst euer Interagierverhalten auf Tippen stellen. Bei den Controller-Einstellungen ist das ganz unten, das macht ihr ganz nach rechts auf Priorisiere, Interagieren und auf Keyboard müsst ihr das Interaktionsverhalten auf Tippen stellen. So, wenn ihr das dann habt, Leute, dann kommt hier zu diesem Jump-Pad oder zu irgendeinem anderen Jump-Pad und jetzt müsst ihr nämlich kurz bevor eure Lebensanzeige ausläuft, hier einfach die Interagiertaste spammen. Bei mir ist es eh, ich spam ganz schnell eh, dann fliegt ihr kurz in die Luft, Leute. Und euer Kumpel muss jetzt nur noch die Runde beenden. Ein kleiner Tipp hierfür ist, Leute, wenn euer Freund die Runde im Spawn-Raum beendet, dann spawnt ihr auch im Spawn-Raum und ihr könnt direkt punchen. Ansonsten, wenn ihr hier auf der anderen Seite spawnt, könnt ihr den Teleporter nicht benutzen. Und wenn ihr den Teleporter benutzen wollt, muss ein Kumpel von euch dann rübergehen und den Hasen-Easter-Egg aktivieren. Wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt auch einmal. Und zwar ist das hier oben beim Packer-Punch. Dort befindet sich ein Hase, nachdem man den Strom eingeschaltet hat. Diesen Hasen schaut ihr so um die 20 bis 30 Sekunden an und ihr werdet dann in eine andere Welt teleportiert. Wenn ihr dann hier angekommen seid, müsst ihr diese lilanen Hasen, die in der Luft sind, abschießen. Das Ganze macht ihr insgesamt 3 Mal und nachdem ihr das gemacht habt, dann spawnt eine goldene Kiste und danach werdet ihr wieder zurückteleportiert. Und wenn ihr dann wieder zurückteleportiert wurdet, könnt ihr ganz normal den Teleporter benutzen und selber eure Waffen punchen gehen. Kommen wir nun zum nächsten Glitch.
Der nächste Glitch ist am Helipad und zwar geht ihr aus der Distanz, springt ihr auf diese Kiste drauf und beim Klettern geht ihr so ein bisschen zurück und die Zombies werden sich unter euch versammeln. Jedoch empfehle ich diesen Glitch nicht für Highrounds, denn manchmal kommen auch die Zombies von hinten und dann kann es sein, dass sie euch da runter pushen. Ich würde diesen Glitch lieber benutzen, um die letzten Zombies zu halten, falls euer Kumpel irgendwas machen will, zum Beispiel den God-Mode oder sonstiges. Der nächste Glitch ist an der verbrannten Verteidigung und zwar springt ihr hier auf diese Sandsäcke neben dem Bunker, geht so ein kleines bisschen zurück und die Zombies versammeln sich alle unter euch. So, das war's auch mit dem Glitch und wir gehen direkt weiter zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch befindet sich auch bei der verbrannten Verteidigung und zwar müsst ihr hier hinten zu den Sandsäcken und dann springt ihr so ein bisschen aus der Distanz drauf und pusht direkt nach dem Klettern nach hinten. Wenn ihr das falsch macht, werden die Zombies euch abwerfen. Dann geht runter und versucht das Ganze noch einmal. So, ihr geht aus der Distanz, springt drauf. Beim Klettern geht ihr nach hinten, so wie ich. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich alle Zombies unter euch versammeln. Und die werden auch hier an euch vorbeilaufen und hier halt unter euch kommen. So, kommen wir nun direkt weiter zum nächsten Glitch. Für den nächsten Glitch braucht ihr Ätherschleier, Leute, damit ihr die erste Tür am Spawn überspringen könnt. Und zwar klettert ihr dann hier drauf, schaut nach oben, Leute, springt einmal und aktiviert euren Ätherschleier und ihr könnt hier rüber, ohne die erste Tür aufgekocht zu haben. Dann kommen wir mal direkt zum nächsten Glitch und zwar auf der Maschine. Ihr begebt euch dafür zum Teich, klettert hier auf diesen Truck drauf. Und dann schaut ihr so in die linke Ecke. Was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr lauft langsam nach vorne und zurück. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann fangen eure Füße an zu schweben. Und die Zombies versammeln sich alle vor euch. Die Hunde springen euch manchmal an und geben Game euch ein bisschen Damage. Jedoch reicht das nicht, um euch down zu machen. Aber die Megatrons können gefährlich werden. Leute, deshalb nehmt am besten den Feuerring mit, damit ihr die Megatrons ganz schnell ausschalten könnt und die zu keine Gefahr werden. So, kommen wir direkt zum nächsten Glitch. Und zwar ist es der Glitch hier auf der Treppe im Wohnzimmer, der funktioniert immer noch. Was ihr dafür machen müsst, ihr geht hier drauf, dann schaut ihr so nach unten, Leute, lasst am besten ein Zombie am Leben. So, wenn ihr dann hier oben drauf seid, dann lauft so ein bisschen runter, orientiert euch an diesem Fleck, an dem Stein. Ich mache es immer so, dass ich warte, bis der Zombie mich abwirft, damit ich auch weiß, dass ich hundertprozentig drinne bin. Wenn der Zombie auf euch wirft, dann geht noch ein bisschen weiter nach unten, Leute, bis der Zombie aufhört, auf euch zu werfen. So, noch ein bisschen runter. Und jetzt hat der Zombie aufgehört zu werfen, dann gehe ich ein bisschen nach links und gehe nach oben auf dieses Geländer. Wenn ihr dann hier oben seid, dann versammeln sich alle Zombies unter euch und weiter geht's mit dem nächsten Glitch. Der nächste Glitch ist im Packer-Punch-Raum und zwar auf diesen Stahlkäfig hier. Hier versammeln sich alle Zombies unter euch, jedoch greifen euch die Hunde und die Bosse an, also nehmt am besten einen Feuerring mit. Ihr müsst aus der Distanz auf diesen Käfig draufspringen und während ihr klettert, Leute, müsst ihr ein bisschen nach hinten laufen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, wie ihr seht, sammeln sich die Zombies unter euch. Der nächste Glitch ist auf der Maschine, wie ihr unter die Map kommt. Und zwar nehmt am besten Juggernaut und schnell Wiederbelebung mit. Traint die Zombies so, dass sie von hinten auf euch zulaufen und legt euch hier zwischen diesen zwei Halmen auf dem Boden hier, wie ihr seht, wie bei mir hin. Haltet die Taste, um nach vorne zu laufen, gedrückt und sobald die Zombies euch nach vorne pushen, drückt dann auf die Duckentaste und legt euch wieder hin. Falls das beim ersten Versuch nicht klappt, dann legt euch wieder hin, wartet ein paar Sekunden, drückt die Duckentaste und Hinlegen-Taste und dann solltet ihr auch schon, wenn es geklappt hat, unter die Map fallen. So, wenn ihr dann unter der Map seid, dann könnt ihr auch zum Beispiel AFK den Battle Pass leveln. Ich habe dazu ein Video hochgeladen, wie ihr das Ganze mit einer Razer Maus oder Razer Tastatur machen könnt. Falls ihr Interesse habt, dann schaut euch einfach das Video an. Ich werde es nochmal oben in die Infokarte verlinken. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch bitte alle einen Kommentar da, um meinen Algorithmus zu verbessern und meine Reichweite zu erhöhen. Ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet oder eventuell Mitspieler braucht, könnt ihr auch gerne meinem Discord-Server joinen. Ich beantworte euch da jede Frage und ihr findet vielleicht den einen oder anderen Ehrenmann, mit dem ihr zocken könnt. So Leute, ciao und bis zum nächsten Video.